Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, an einem Freitagabend im August mit Freunden treffen, Spaß haben, Musik hören. Solingen wollte den Geburtstag der Stadt mit dem Fest der Vielfalt feiern. Dass ausgerechnet dieses Festival der Vielfalt als ein Ort der Begegnung und des Zusammenhalts zu einem Ort eines furchtbaren Terroranschlags geworden ist, das ist einfach entsetzlich. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der ermordeten Menschen. Ich schließe mich den Genesungswünschen an die Verletzten ausdrücklich an. Und ich bin den vielen helfenden Händen für ihren Einsatz sehr dankbar. Nordrhein-Westfalen ist ein Land des Zusammenhalts und der Vielfalt. Das muss und das wird auch so bleiben. Wir werden unsere Demokratie, unsere freiheitliche Art zu leben und zu glauben, zu lieben und zu feiern, immer verteidigen. Wir müssen deshalb mit aller Härte des Rechtsstaats gegen den Islamismus vorgehen. Deshalb müssen wir die Hintergründe der furchtbaren Tat von Solingen gründlich aufarbeiten. Es stellen sich eine Reihe von innen- und asylpolitischen Fragen. Wann und wie hat sich der Täter radikalisiert? Wer hätte diese Radikalisierung mitbekommen müssen? Warum gab es keine Rücküberstellung nach Bulgarien? Welche Schnittstellen zwischen den beteiligten Behörden im Asylverfahren müssen geändert werden? Zu Recht erwarten die Menschen in unserem Land Antworten auf diese Fragen, und auch wir tun das. Die Landesregierung arbeitet seit der Festnahme des Täters intensiv daran, die Hintergründe der Tat zu klären. Erste Antworten haben wir ja auch schon bekommen, und dabei ist es doch selbstverständlich, dass man mit den zuständigen Behörden Informationen auch abgleicht. Der asylrechtliche Weg wurde gestern in der Sondersitzung von der Ministerin im Detail dargestellt. Man bekam allerdings schon bei den ersten Wortmeldungen im Ausschuss den Eindruck, dass es einigen Abgeordneten der Opposition nicht um die Aufklärung in der Sache geht, sondern einzig und allein um die Schlagzeile. So kann man arbeiten, nur ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger von uns etwas anderes erwarten. Sie erwarten, dass wir uns im Parlament ernsthaft und sachlich intensiv mit den Hintergründen der Tat auseinandersetzen. Und deshalb wollen wir gemeinsam mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und FDP, zeitnah einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen. Wir wollen Konsequenzen aus dem furchtbaren Anschlag von Solingen ziehen, die effektiv zur Sicherheit unserer Bevölkerung beitragen. Das sind wir den Opfern und den Menschen in Solingen schuldig. Die Frage, warum die geplante Rücküberstellung nach Bulgarien nicht funktioniert hat, ist wichtig. Über den Ablauf des Rücküberstellungsverfahrens hat die Ministerin gestern ausführlich im Ausschuss berichtet. Dabei müssen wir immer eines berücksichtigen. Zum damaligen Zeitpunkt waren dem zuständigen Ministerium und den Ausländerbehörden keine sicherheitsrelevanten Informationen zu dem Tatverdächtigen bekannt. Er konnte deshalb nicht als Gefährder eingestuft werden, sonst hätte man anders handeln können. Das ist aus heutiger Perspektive natürlich eine schreckliche Erkenntnis. Zu den Fakten gehört auch, dass die aktuelle Dublin-Regelung seit ihrer Einführung nicht funktioniert, weil sie ungerecht Lasten in Europa verteilt. Es ist ungerecht, weil es eben zu keiner fairen Verteilung der Asylsuchenden auf die europäischen Mitgliedstaaten führt. Und die Folge ist, dass aufnehmende Länder die Regelungen so restriktiv definieren, dass man dorthin faktisch kaum rücküberführen kann. Für Bulgarien heißt das konkret, dass Rücküberstellungen zum damaligen Zeitpunkt nur an Montagen bis Donnerstagen in der Zeit von 9 bis 14 Uhr möglich waren. Keine Landüberstellung. 10 mögliche Abschiebungen pro Tag für alle 16 Bundesländer. Und wenn man sich das einmal anschaut, dann ist doch klar, es sind zu wenige Flüge für zu viele Menschen, die überstellt werden müssen. Es ist offensichtlich ein System, das zum Scheitern verurteilt ist. Und auch GEAS, auch das neue System GEAS, ist nur ein minimaler Einstieg in ein europäisches Verteilsystem. Was ganz Europa
bei der Verteilung von Geflüchteten über Jahre nicht hinbekommt, kann man einer nordrhein-westfälischen Ministerin wohl kaum zum Vorwurf machen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Henning Höhne, nicht erst seit Solingen ist die NRW-Landesregierung tätig geworden, um die Verfahren bei den Rückführungen zu optimieren. Die letzte IMK hat den Bund aufgefordert, bei den Dublin-Überstellungen tätig zu werden. In Nordrhein-Westfalen haben wir das Rückführungsmanagement verbessert. Unter anderem stellen wir den zentralen Ausländerbehörden deutlich mehr Mittel zur Verfügung. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten doch zu Recht, dass Regeln und Gesetze eingehalten werden. In unserem Zuständigkeitsbereich dafür zu sorgen, das ist unsere Aufgabe. Und das tun wir in Nordrhein-Westfalen auch im Bereich der Asylverfahren. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist richtig, dass wir diese Fragen zum Thema Migration und Asyl angehen. Doch das allein löst das Problem des islamistischen Terrorismus nicht. Der sogenannte Islamische Staat rekrutiert unter Geflüchteten, aber auch bei Deutschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Der IS hat in den 2010er Jahren massiv profitiert von Ausreisen und der Unterstützung aus europäischen Ländern, auch aus Deutschland. Demokratiefeindliche, menschenverachtende Ideologien machen nicht an Grenzen Halt. Wir sprechen über ein globales Problem und deshalb muss der islamistische Terrorismus auch international bekämpft werden. Die Gefahr durch den Islamismus ist seit Jahren hoch. Die Behörden warnen seit Jahren davor. Sie sind wachsam, auch in Nordrhein-Westfalen. Der Terrorismusforscher Peter Neumann spricht von 7 vollzogenen islamistischen Anschlägen in den letzten 7 Monaten in Europa und von 22 verhinderten Anschlägen. Der IS hat nicht mehr das Hauptziel, ein eigenes Staatsgebiet zu schaffen. Das Ziel des IS ist es, Angst und Terror in Europa zu verbreiten. Und deshalb müssen wir den Ermittlungsdruck auf islamistische Netzwerke weiter erhöhen. Wir müssen dagegen vorgehen. Wir müssen dagegen vorgehen, dass Islamisten auf TikTok unverhohlen und ungehindert radikalisieren und rekrutieren. Es geht darum, unsere liberale Gesellschaft zu verteidigen, und das werden wir auch tun. Ein großes Mobilisierungsthema des IS ist der terroristische Anschlag der Hamas auf Israel und der darauffolgende Krieg in Gaza. Der Krieg im Nahen Osten lässt niemanden kalt. Wir haben hier schon oft über das große Leid der Menschen in Israel und in Gaza gesprochen. Dass der IS diese hohe Emotionalität versucht zu instrumentalisieren, das ist widerwärtig, es ist perfide. Und es zeigt auch, dass der Antisemitismus neben Frauenverachtung und Homo- und Transfeindlichkeit ein ideologischer Wesenskern des Islamismus ist. Und ich will hier nochmal deutlich sagen, wir lassen uns unsere Solidarität mit den Menschen in Israel und der Zivilbevölkerung in Gaza nicht nehmen. Und wir lassen uns die Religionsfreiheit, den Minderheitenschutz und gleiche Rechte für alle Menschen in unserem Land nicht nehmen. Der Islamismus ist leider kein neues Phänomen für Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier schon vor 10 Jahren als bundesweiter Vorreiter Strukturen geschaffen, um bei bereits erfolgter Radikalisierung zu intervenieren. Wir haben in den vergangenen Jahren in den unterschiedlichen Regierungskonstellationen die Sicherheitsgesetze mit Blick auf den Terrorismus nachjustiert. Wir haben deutlich mehr in die Sicherheitsbehörden investiert. Wir stellen so viele Polizeibeamtinnen und Beamte ein wie noch nie. Und obwohl wir bereits viel machen, werden wir unsere Anstrengungen weiter intensivieren. Denn unser Ziel ist, dass alle Menschen in Nordrhein-Westfalen sicher sind. Bei einem Taylor Swift-Konzert, beim Besuch einer Synagoge, beim CSD und an jedem anderen Ort in Nordrhein-Westfalen. Welche Folgen menschenverachtende Ideologien haben, das haben die Menschen in Solingen sehr schmerzlich erleben müssen. Denn aus menschenverachtenden und hasserfüllten Worten werden Taten.
Der rechtsextreme Brandanschlag von 1993 hat uns das sehr deutlich gezeigt. Und es ist so furchtbar, dass gerade diese Stadt Solingen jetzt wieder einen so schweren, menschenverachtenden Anschlag erleiden musste. Ich wünsche den Menschen in Solingen und insbesondere allen Verletzten und den Angehörigen der Opfer viel Kraft. In schweren Zeiten stehen wir in Nordrhein-Westfalen zusammen und wir werden unsere Demokratie gemeinsam.